Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder da seid in einer neuen verschärften Woche. Verschärft. Ich stehe vorm Schleifstein, wie so ein Affe vorm Schleifstein und wundere mich, warum ich nicht schleifen kann. Ne? Also die Axt, die der Mensch da haben möchte, dieser Bundy hier, Eddie El Bundy, Ed Bundy. Gut, okay, da habe ich natürlich auch einen schönen netten Kommentar bekommen von Alain, und der sagte da, da musst du zu Hawk gehen, weil du hast erst Schärfestufe Nummer 2. Also müssen wir die Schärfestufe noch verschärfen, meine ich, bei Hawk. Ich zeige euch das mal. So, wir haben nämlich hier Waffenschärfen Stufe 2. Das ist uns noch nicht genug. Wir müssen eine Stufe höher. Noch krasser, noch schärfer. Also, das heißt also, kannst du mir zeigen, wie ich Erzwaffen schärfen kann? Kannst du mir beibringen, wie ein Bolzen... Gut, okay. Dann machen kannst wir erstmal das. Kannst du mir zeigen, wie ich Erzwaffen schärfen kann? Ja, das kann ich. Allerdings wird das ganz schön teuer für dich werden. Wie viel verlangst du? Sagen wir mal 500 Goldstücke. 500 Goldstücke? Ein verdammt stolzer Preis. Ja, aber dafür bist du in der Lage, kostbare Erzwaffen noch schärfer zu machen. Im Kampf kann die größere Schärfe von so einer Waffe ganz bedeutend sein. Also überleg es dir. Ja, ich hab's mir reiflich überlegt und... Bring mir was übers Erzwaffenschärfen bei. Gut. Eine Erzwaffe ist, wie schon der Name sagt, aus einem besonders gehärteten Material geschaffen, nämlich aus Erz. Daher müssen solche Waffen einen ganz besonderen Feinschliff erhalten, damit sie noch schärfer werden. Achte daher am Schleifstein darauf, dass die Waffe nicht an Schärfe verliert. Ansonsten ist nicht nur deine Arbeit umsonst, sondern auch deine Waffe unbrauchbar geworden. So, das war alles, was ich dir über das Waffenschärfen am Schleifstein beibringen kann. Allerdings gibt es da noch den sogenannten Meisterschliff für magische Erzwaffen. Aber den kenne ich nicht. Den beherrschen nur wahre Meister der Schmiedekunst. Wo finde ich solche Meister? In Nordmar. Aber auch in den Wüsten von Varant soll es wahre Meister der Schmiedekunst geben, die diesen Schliff beherrschen. Aha. Na gut, über das Schmieden von magischen Erzwaffen. Welche Waffe willst du herstellen? Ah, man kann hier noch Waffen herstellen. Gut, das lasse ich jetzt mal für mich so wirken, weil es geht mir ja echt um die nächste Schmiedestufe. Jetzt steht ja Waffenschärfen Stufe 3. Sehr gut. Ja, dann geht's wieder zurück zur Schmugglerhöhle. Ja, dann schwuppen wir wieder zurück zur Hafenstadt. Nehmen wieder das Tor. Da, wo jetzt muss ich mich wieder reorientieren. Welcher Ausgang ist das? Da, wo ja es zum Bauern geht. Lobarts Hof. Ich hoffe, das ist hier richtig. Nein, natürlich nicht. Habe ich hier die falsche Karte. So, zur Orientierung. Das müsste richtig sein. Genau Richtung Zardas Turm. Also laufen wir da wieder hin, bis wir wieder bei der umgefallenen Statue sind. Das wäre dann hier. Nur mal zur Reorientierung. Dann können wir von hier aus wunderbar hier hochklettern, bis wir dann wieder in das freie Gebiet kommen. Also in das neue Gebiet, welches auch Alain bestätigt hat, dass das neu gemacht worden ist. Und dann blende ich mich wieder ein. Ui, auf dem Rückweg gibt es noch ein paar Sachen. Ein paar Pestratten hier. Gleich zwei auf einmal, das ist ja interessant. Da gab es nämlich dann noch irgendwas zu pflücken. Oder beziehungsweise hier gibt es nämlich noch eine schöne Stelle mit viel Loot. Gucken wir mal. So. Ah, er hält sogar die Fackel in der Hand, während ich die Schatzkarte halte. So, immer kurz rübergesprungen. Eislanze, schön. Sack der Heilung. Oh, schön. Einen goldenen Ring. Suppi. Okidoki. Oh, noch ein Angstspruch. Mein Gott, habe ich Angst. So, da ist noch ein... Ach, hier gibt's Fleischschwanzen. Das ist super. Dann haben wir mal die Fleischschwanze kaputt. Mehrere. Zack. Zack. Das wird bestimmt nicht die einzige sein. Was ist denn das eigentlich hier für ein Verschlag? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass da ein Verschlag ist.
Okay. Ich finde, da es ja ein bisschen dunkel ist, liebe Leute, mache ich mal Folgendes. Ich werde mich mal wieder mal zur Ruhe legen. Bis zum nächsten Morgen schlafen, dann haben wir ein bisschen mehr Übersicht in dieser Vegetation. Ups, ups, ups. Busch. Werde Licht. Aha, schön. Dann holen wir uns mal den Schlafsack wieder rein. Hier haben wir eine Truhe. Ein bekritzelter Oh, ein Zettel von Gilbert. Die Stimme kenne ich doch. Dann wollen wir mal den Zettel mal lesen von Gilbert. So, da ist er. Dann lesen wir mal vor. Ich bin dann mal weg. Ich hatte immer geglaubt, dass das Minental der gefährlichste Ort auf der Insel ist. Aber hier ist es mir auch nicht geheuer. Viele wilde Tiere und miese Typen, die verdammt aggressiv sind, als ob die was zu verbergen hätten. Ich suche mir dann lieber einen friedlichen Ort. Gilbert. Okay, den haben wir jetzt gelesen. Übrigens mit der Stimme, die ich noch auch mal vertont hatte für eine andere Modifikation. Da durfte ich dann Gilbert vertonen. Das habe ich dann auch gemacht. Und hier kommen wieder ganz viele andere fleischige Wanzen. Ja, dann müssen wir mal hier... Oh, das sind der Pestratten, die mir hier wieder ein bisschen Gift reingifteln. Das ist doof. Mann, oh Mann. Naja, gut, okay. Ich habe ja nicht... Bin ja nicht irgendwie... ausgehungert an Tränken oder... ach, du bist auch noch zu erledigen. Quatsch. Also, ich habe noch jede Menge... Getränke, wollte ich damit sagen. Also, stopp mal. Holzstumpf, ja, schön. Aber ich höre noch was. Wo sind denn hier Fleischwanzen noch zu erledigen? Glaube ich, ziehen wir mal lieber meinen Bogen. Und da wird nämlich schließlich auch noch irgendwo ein Ruderbalken über unseren Köpfen. Aha. Zen. So, dann haben wir hier noch eine Fleischwanze, die hier rumkrabbelt. Patsch. Glück, dass die nicht giftig ist. So, dann haben wir hier auch wieder jede Menge Waldmorcheln. Also das ist die Seite, auf der ich noch gar nicht war. Schauen wir noch mal kurz hin. Ah ja, okay. Ah, das ist die, wo die Verengung ist, liebe Menschen, liebe Leute. So, dann, gucken wir doch noch mal hier. Gehen noch mal kurz in die Richtung. Einfach mal gucken, was hier es noch gibt an Blutgut. Okay. Hier was vergessen. Ah, Feldknüteritsch. Pestratte habe ich schon genommen. Ja, okay. Dann geht's mal wieder weiter. Also war das irgendwie dieser kleine Verschlag da eben. Oh, ja, die habe ich ja schon. Flavorgeräusche, wo ich mal denke, da wäre was. Ne? Da war wohl ein Sägemeister hier zugange. Okay, hab so viel Zeug. Das heißt, erstmal flüchten und vorher einfach mal abspeichern, bevor dann noch mehr passiert. Supi, jetzt habe ich mich gestärkt, wie ihr gerade gesehen habt. Aber was ich auch nur unbedingt brauche, ist, dass ich, na, wo bist du? Da. Eine bessere Rüstung anhaben muss. Soho, jetzt können wir den, da ist der Nerver da mal. Lass mal ausfindig machen, der da hinten irgendwo ist. Ups, nicht hängen bleiben. Erstmal visuell gucken, ob wir den sehen können bei diesen ganz vielen Bäumen. Bei lauter Bäumen sehe ich den Suchenden nicht hier. Ne? Der ist ja echt fies versteckt.
Mal hier gucken. Ja, da haben wir eine. Wunderbar. Oh, das war knapp. Ah, da ist er. Rumpf, 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 rumpf. Fertig. Bin mal gespannt, wie viele Suchen es noch gibt. So. In diesem Bereich gab es noch jede Menge zu looten. Das gucken wir eben mal an. Einfach da in dieser Enge. Nicht zu fassen. Steckt sich da noch ein Suchender? Waldmorchel. Was ein Dickicht. So. Das ist jetzt hier die Stelle, wo es sich echt verjüngt. Also, Ufda-Karte. Genau, da gehen wir mal durch. Und dann kommen wir wieder in ein Gebiet. Ich speichere erstmal ab. Welches wir ja schon kennen. Okay, hat sich nichts vertan. Vertan, ist ja toll. Gucken. Nö. Wir sind jetzt so gut wieder wie an der Höhle. Hier gibt es noch ein Heilkraut. Gucken wir mal, indem wir hier mal ein bisschen rechter Hand gehen. Weil... Stopp mal. Ja, jetzt sind wir drinnen. Jetzt sind wir drinnen, richtig. Gut, okay, jetzt gehen wir... Nee. Aber natürlich wieder nicht mit diesem Aufzug, sondern nehmen wir mal unsere Rüstung aus Crawler-Platten wieder. Damit ich da unten nicht auffalle. Von wegen, was ist denn das für ein Heinz hier? A Knight in Shining Armor. Ein Ritter in glänzender Rüstung. So geht das nicht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Gut, an der Stelle nochmal herzlichen Dank für euren Lob, was die Stimme von Baloro angeht, die ich da hier für diese Modifikation mal gesprochen habe. Und hier haben wir den Bart. Mhm. Und wir haben hier den schläfenden Stern. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das machen können mit der Banditen-Axt. El Bastardo. Moment mal. Ja, jetzt bleibt deine hängen. Okay. So, wo ist er denn? Mhm. Leichte Banditen-Axt schärfen. Das ist er. So, jetzt ist die geschafft. Jetzt gucken wir noch mal nach. Das dürfte die hier sein. Nee. Vielleicht. Oh, Moment, Moment, Moment. Ah, die ist sogar viel, viel besser. Die ist ja wunderbar. 175, einer ein Talentbonus. Auch sogar ein Einhänder. Die würde ich am liebsten behalten. Minno. Naja, schauen wir mal. Wo ist denn unser. Genau, da ist er. Unser Eddie. Da steht im Regen und guckt auf die See. Ah, herrlich. So, Eddie. Hey, du. Hier, deine Axt. Hier, deine Axt. Dann lass mal sehen. Ja, sehr gute Arbeit. Ich bin zufrieden mit dir. Dann ist dir meine Arbeit bestimmt eine kleine Belohnung wert. Und ob sie mir was wert ist. Hier hast du 100 Goldstücke. Reicht das? Nein. Ja, damit bin ich zufrieden. Gut, dann werde ich gleich mal das gute Stück ausprobieren. Du hast noch meinen Bauplan vergessen. Hier ist er. Schön, dass man vorher immer sieht, was er gibt, ne? Ja, warte mal. Wie funktioniert die Axt denn? Ist denn alles klar? Alles klar? Ja, die Axt ist genauso, wie ich sie haben wollte. Das hast du gut gemacht. Danke. Okay, jetzt ist er am Üben. Ich bin versucht, was zu tun. Ich weiß es nicht, wie ich das machen soll. Ich gucke erstmal in die... Logbucheinträge. Ich habe Eddie die Axt gegeben, ihm auch seinen Bauplan zurückgegeben. Diese Aufgabe wäre erledigt. Dann gab es ja noch was. Jawohl. Erfüllte Mission, Banditenaxt. Alles gut. Nur, ich habe dem Baloron noch seine Brote nicht beschafft.
Mann. Und hier gibt's keinen, bei dem ich was. Hätte ich natürlich vorher noch machen können, als ich in Corines war. Was ist mit Bart? Hallo. Wayne gab mir den Auftrag, euch zu helfen. Hau bloß ab. Also, dem will nicht geholfen werden. Die habe ich alle durch. Moment mal, habe ich denn trotzdem... nee, habe ich nicht. Ich habe keine Brote und Fische. Fische braucht er ja nicht. Ich habe mir das aufgeschrieben, was er braucht. So, hier gab es ja noch ein Treppchen runter, beziehungsweise eine Leiter. Eine Leiter und hier gibt es noch eine Leiter. Ich schätze mal, dass es da unten zum zweiten Ausgang rausgeht. Und zwar auf dem Seewegausgang. Okay. Ja, da fällt mir was ein. Immer wenn ich Sumpfkraut... Oh, da ist noch ein Pilz. Ja, später. Immer wenn ich Sumpfkraut sehe, dann denke ich an die Folge, wo ich Udo platt gemacht habe. Oh Mist, der ist platt gemacht worden durch mich. Und liebe Freunde, ihr habt wahrscheinlich recht, dass ich den zu verfrüht platt gemacht habe. Weil er einen Namen hatte. Aber er ist ja auf mich losgegangen. Also, wer nicht hören will, muss fernsehen, muss fühlen. Ah, noch mehr. Bandidos, Krügeros, Brady. Was bist du für einer? Ich wollte... Ja, was ist? Fasse dich kurz. Ich habe keine Lust, mit jedem zu quatschen. Wayne gab mir den Auftrag, euch zu helfen. Hast du was zu tun für mich? Der gute alte Wayne ist wie eine Mutter zu uns. Aber gut, dass du mich gefragt hast. Ich habe tatsächlich einen Job für dich. Na, dann lass mal hören. Ich habe hier ein paar Flaschen guten Schnaps, den du in der Stadt verhökern kannst. Wenn ich mir den Schnaps so ansehe, glaube ich nicht, dass ein Händler an diesem gepanschten Zeug großes Interesse haben könnte. Dann geh zu Cardiff. Dem ist es egal, was seine Gäste zu trinken bekommen. Wenn du meinst. Und was soll ich für eine Flasche nehmen? Mal überlegen. Also 25 Goldstücke sollten pro Flasche schon drin sein. Für diesen Fusel? Aber na gut. Und was bekomme ich dafür? Hey, ich denke, du sollst uns helfen. Dann verlangen wir mal mehr Gold. Ja, aber es war nicht die Rede davon, dass ich es umsonst mache. Gib mir etwas Gold. Oder du kannst deine Flaschen alleine in die Stadt steppen. Na schön, na schön. Ich gebe dir, sagen wir, 20 Goldstücke. Das ist jetzt ein Witz, oder was? Unter 50 läuft gar nichts. Du bist ein harter Hund. Na schön, 50 Goldstücke. Die Summe kannst du vom Verkaufspreis abziehen. Gut, dann her mit den Flaschen. Hier. Haben wir es also auch bei Brady gemacht? Billiger Fusel? Ja, ich muss eh noch in die Stadt das Zeug an Cardiff verhökern. Das ist doch schön. Schmugglerversteck. Genau, 10 Flaschen zu verkaufen. Gepanschten Schnappes. Schnappes. Ja, schön. Dann machen wir mal einen Speicherstand. Und fragen mal den Krüger. Oh, es wäre schwierig, sein Rezept zu stehlen. Dann mache ich das als erstes. Rezept Krügers Waldpilzsuppe erhalten. Hallo, mein Name ist Roland. Und mich nennt man Krüger. Was machst du hier? Na, nach was sieht es denn aus? Ich koche für die Jungs. Wayne gab mir den Auftrag, euch zu helfen. Hast du was zu tun für mich? Und ob ich was für dich zu tun habe? Du kannst mir gleich mal ein paar Zutaten für meine Suppe besorgen. Pilzsuppe, was brauchst du denn für eine? Eine gute Pilzsuppe. Aber keine gewöhnliche Dunkelpilzsuppe, sondern etwas ganz Besonderes. Und was benötigst du hierfür? 10 Waldmorchel und 1 Dutzend Waldgallentäublinge. Hä? Waldgallentäublinge? Sind die nicht giftig? Ach was, es wird zwar immer behauptet, dass dieser Pilz ungenießbar wäre, aber er ist vollkommen ungefährlich. Wenn du meinst. Hä? War das schon alles? Ja, mehr brauche ich nicht. Und wo finde ich die Pilze? Die gibt es alle in unserem Wald. Wenn du im Buchenwald nicht genug finden solltest, schaust du im benachbarten Tannenwald nach. Dann wirst du genug zusammenbekommen. Na, das ist interessant. Klar, mach ich doch gerne. Pilze für Krüger. Ich habe ja meine Folge Birkenwald genannt, weil da auch jede Menge Birken standen. Okay, Buchen- und Tannenwald. Gucken wir mal, was denn die... Pilzsuppe, Waldpilzsuppenrezept uns zeigt. Dann gucken wir mal.
Da ist er. Rezept Krügers Waldpilzsuppe. Lesen wir mal nach. So, leckere Waldpilzsuppe. Um einen Teller Waldpilzsuppe herzustellen, benötigt man eine Flasche Wasser, jede Menge, etwas Salz, haben wir jetzt auch, 10 Waldmeuchel und 12 Waldgallentäublinge. Das Ganze muss im Kessel kurz gekocht werden. Krüger. Hä, wie kommt ihr auf den Namen Krüger? Bitte gebt mir meine Antwort. Weil ich weiß nämlich, dass Krüger immer nur so, war, so eine Kaffeesorte war, nicht? So, hier gibt es eine Truhe. Oh Gott, hier gibt es Laborwasserflaschen. Habe ich gespeichert. Ich speichere mal lieber, bevor ich hier mal zuschlage. Klappte doch. Alchemitisch. Wunderbar. Was gab's noch? Sonst nix. An die Truhe gehe ich noch nicht ran. Hier mal Bier. Eine Kiste mit verschiedenen Gegenständen. Butlerfleisch, Dunkelpilz. Aber Waldgallentäublinge? Liebe Leute, das ist echt übel. Gut, okay. Fragen wir mal Rivers. Hallo, wer bist du? Man nennt mich Rivers. Was willst du? Vielleicht handeln? Ich könnte dir Waffen und ein paar andere Dinge verkaufen. Runenstein, bitte. Ich habe den Auftrag, euch zu helfen. Das ist gut. Dann könntest du für mich zu den Banditen gehen, die sich hier im Tal aufhalten. Ihr Anführer heißt Udo und ist ein alter Bekannter von mir aus der Strafkolonie. Wenn du die Höhle verlässt, gehst du erst geradeaus und dann links. Da, wo der Buchenwald endet und es in den Tannenwald geht, wirst du ihr Lager finden. Wenn ich gute Geschäfte mache, würde ich dich mit 50 Goldstücken beteiligen. Na, was sagst du? Udo ist ja tot. Meine Schuld, ne? Kein Interesse oder mehr Gold verlangen. Och, ich mach mal eben mehr Gold verlangen. Gib mir 100 und ich mache den Job. Na schön, aber nur, wenn du für mindestens 500 Goldstücke Waren verkaufst. Und wenn du Waren im Wert von 900 Goldstücken oder mehr verkaufst, gebe ich dir sogar 200. Aha, erstmal gucken, was da steht. Handel mit Banditen, Pilze für Krüger, ist klar. 10 Wald und 12 Waldgallentäublinge, toll. Was gab mir den Auftrag, den Banditen Udo, der leider tot ist, Waren zu verkaufen. Dieser befindet sich mit seinen Leuten an der Grenze zwischen Buchen und Tannenwald, jetzt nicht mehr. Wenn ich für mindestens 500 Goldstücke Waren verkaufe, bekomme ich davon 100 Goldstücke und wenn ich Waren im Wert von 900 Goldstücken verkaufe, erhalte ich sogar 200. Ansonsten gibt es nur 50 Goldstücke für mich, aber was soll ich den Banditen verkaufen? Ich sollte Rivers nochmal ansprechen. Was soll ich denn verkaufen? Genau, richtig. Was soll ich verkaufen? Frage Udo, was er und seine Leute haben wollen. Jo. Werden die Banditen mich nicht angreifen, wenn sie mich sehen? Stimmt, das könnte passieren. Am besten trägst du diese Sachen, wenn du zu ihnen gehst. Mit den Klamotten siehst du aus wie ein armer Teufel. Da wird dich bestimmt keiner angreifen. Du brauchst sie mir nach dem Handel mit Udo auch nicht zurückgeben. Ich kann sie sowieso nicht gebrauchen. Ja, da war ich wieder zu voreilig in der einen Folge. Kannst du mir was über die Leute sagen? Du willst was über die Leute wissen? Warum? Nun, ich würde gerne wissen, mit wem ich es zu tun habe. Na gut, warum nicht? Aber ich bin Geschäftsmann. Gib mir 100 Goldstücke und ich sage dir, was du wissen möchtest. Das ist es mir nicht wert. Mach mir ein besseres Angebot. Na gut. Ich begnüge mich mit 50 Goldstücken. Mit 50 Goldstücken. Gut gesprochen übrigens. Ja, okay. Hier. Gut. Frag mich, was du wissen willst. Es hätte ja sein können, dass er noch weiter runtergegangen ist, aber dann wäre er auch da wieder das weg. So, erzähl mir was. Erzähl mir was über die Leute hier. Gut. Ein paar wie ich, Baloro, Brady, Krüger und Josh, kommen aus der Strafkolonie. Wayne und die anderen kommen aus Myrtana oder von anderen Inseln. Über den Boss. Wer ist der Boss? Das möchtest du wohl gerne wissen, was? Aber vergiss es, ich halte dicht. Und dir rate ich, nicht zu neugierig zu sein. Das könnte sonst ins Auge gehen. Aha. Über unseren Spion, unsere Hehler, die Diebe, was über dich? Erstmal. Über dich? Na, aber ja, natürlich.
Ich war lange Zeit in der Strafkolonie, wo ich nach dem großen Aufstand als Schatten in der Burg gelebt habe. Damals nannten wir die Burg das alte Lager, da sich außer unserem noch zwei neue gebildet hatten. Tja, das waren noch Zeiten. Als die Barriere fiel, haben wir uns wegen der Orks schnell aus dem Staub gemacht. Eines Tages traf ich Josh, den ich aus der Strafkolonie kannte. Durch ihn kam ich zu den Schmugglern. So, Alter, sind das viele. Ich will noch wissen, was er über mich sagt, also über Baloro. Baloro. Baloro ist ein ganz besonderes Früchtchen. Aha. Ich rate dir eins. Lass dich von ihm nicht verarschen. Der nutzt die Gutmütigkeit anderer aus und lacht ihnen anschließend noch frech ins Gesicht. Beachte ihn am besten nicht. Jojo, ne? Dann werde ich jetzt mal zwischenspeichern, bevor es zu viel wird. Aber bevor ich das mache, hoffe ich doch. Ich hoffe. Lass uns handeln. Nee. Ach, das ist jetzt aber blöd. Ich habe hier gehofft, dass er hier einen Stein hat. Damit ich direkt hier in die Höhle komme. Ein Schmugglerstein. Also einen... Nein. Ein Runenstein. Okay. Kurz mal zwischenspeichern. So, ich will jetzt hier nicht über alle und jeden was wissen, sondern Jax, Arnold, Egon, Müller, Bart. Ja, ich will noch ein bisschen weiterkommen. Ich würde sagen, wir besprechen das Ganze in einer anderen Folge bei Rivers. Ich will jetzt erstmal gucken, ob Josh noch was hat. Für mich? Hallo, mein Name ist Roland. Und ich heiße Josh. Was machst du hier? Na was schon? Ich halte Wache. Wayne gab mir den Auftrag, euch zu helfen. So. Hast du was zu tun für mich? Ich weiß nicht. Kräftig siehst du ja aus. Aber hast du auch Mut? Klar. Das musst du mir erst beweisen. Beweisen? Ja, einem Angsthasen werde ich keinen Job geben. Um was für einen Job handelt es sich denn? Es geht um einige Waren, die wir versteckt haben. Aber der Ort, wo sie aufbewahrt werden, ist nicht ungefährlich. Mit Gefahren werde ich fertig. Das klingt sehr zuversichtlich, aber ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich stelle dich auf die Probe. Was für eine Probe? Hier in unserem Wald läuft ein gefährliches Vieh rum. Ein seltsamer Bluthund. Wenn du ihn erledigst und mir den Beweis an seiner Krallen bringst, kriegst du den Job. Da fehlt wohl noch der Dialog. Nun, was sagst du? Kein Problem. Ein Bluthund? Kein Problem für mich. Wir werden sehen. Hey du. Schön, okay. Da haben wir ja wieder jede Menge. Geht das? Jede Menge Aufträge hier in dieser Folge erstmal eingesammelt, damit wir sie dann in der nächsten Folge hoffentlich alle auf einmal erledigen können. Okay, das war mir klar. Und das ist bestimmt der Seeausgang. Okay, das war Yoshi. Und jetzt will ich mal gucken. Nehmen wir mal den Kochlöffel weg. Was in der Truhe ist. Kann ich sie denn öffnen oder knacken? Speichern. Nein. Erst hinknien. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hätte ich mir denken können. Und wer hat den Schlüssel? Du hast ihn nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wer eventuell einen Schlüssel haben könnte. Au. Oh. Stopp mal. Vielleicht hat er hier einen Schlüssel zum Verkauf. Nö. Hätte er sein können. Nope. Okay, die Erzählung, die machen wir später. Jetzt gehen wir wieder hoch. Ist hier was? Nein. Auch ein Runenstein hierfür. Oh! Will der auch noch hier runter? Wer bist du? Sprechen wir mal an hier. Nee, geht nicht. So, wer bist... Stopp, nicht so schnell. Bart,
Bleib mal hier. Warte mal. Okay, der hat auch keine Taschendiebstahlsoption. So. Eben schnell wieder hochklettern. Wasserfass ist klar. Was suchst du hier? Ja, okay, die wollen alle nichts von mir. Valoro soll ich zwar links liegen lassen. Das tut er aber schon von sich aus. Was suchst du? Müller. Suchst du Ärger? Nein, okay, hier gibt's nichts. Lass mich in Ruhe. Die wollen alle nichts mit mir zu tun haben. Okay, er auch nicht. Ja, große Frage, wo kriegt man jetzt den Schlüssel her? Ja, du hast ja auch keine Diebstahlsoption. Immer noch mal gucken, nö. Yep, okidoki. Nochmal speichern. Ja, dann kann ich also nichts anderes machen, als wieder nach oben zu gehen. Und euch vielen Dank zu wünschen. Oder mich zu bedanken, dass ihr diese Folge auch geguckt habt. Und jo, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wo ich dann hier die ganzen anderen Quests der Banditen erledigen will und auch werde. Ja, dann herzlichen Dank an dieser Stelle. Schaut wieder rein, schreibt einen Kommentar und gebt einen Daumen. Tschüss!